Versuchen, Peter zu finden, oder? Die haben ihn vermutlich hier irgendwo eingesperrt. Das hört sich nicht gut an. Willkommen zurück zu Ghostbusters! Hilfe! Yo, ein bisschen Hilfe! Psst! Ich glaube, ich höre ihn. Hat jemand Pause gesagt? Ja, das ist Venkman, ganz klar. Ja. Also wollen wir das absolut wirklich? Wir brauchen unsere Feuerstärke, um diesen Knoten zu deaktivieren. Perfekt. Ich habe das Gefühl, das Blatt wendet sich zu unseren Gunsten. Such den Mandala-Knoten und schalt ihn ab. Da dürfte sich jemand furchtbar ärgern. Ist das hier ein Aufzug? Ja, ist ein Aufzug. Hey, ich habe zu tun, muss Leute treffen. Können wir hier raus? Prima. Ich bin froh zu hören, dass es Peter gut geht. Wo haben die den jetzt rausgeholt? Hey, ich will auch dadurch, Was machen die denn? Die Werte sind so hoch wie in der Bibliothek, als wir rübergegangen sind. Ich denke, man kann mit Sicherheit annehmen, dass die Maschine, an der wir arbeiten, nicht zu guten Zwecken errichtet wurde. Es ist ein Planetarium, ein Gerät, das man gewöhnlich benutzt, um Planetenkonstellationen vorauszusagen. Hier scheint es jedoch Dimensionen auszurichten. Ich für meinen Teil will nicht, dass die Dimensionen ausgerichtet werden. Nicht zu kurz vor Weihnachten. Ja, das würde den Feiertagen einen Dämpfer verpassen. Wie schalten wir das Ding ab? Die Bewegung dieser Geräte scheint eine Art von Energie zu erzeugen. Ist aber schwer zu sagen. Was passiert, wenn wir diese Dinger anhalten? Ich kann 54 mögliche Ergebnisse dafür berechnen. 3 davon überleben wir. Das ist besser als unser normaler Durchschnitt. Leider hast du da recht. Dann tun wir es mal. Anscheinend stabilisiert die Bewegung dieser Kugeln die innere Struktur. Was passiert, wenn sie sich nicht mehr bewegen? Bisher war diese Insel ein Vergnügungspark für den Schleimschnapper. Warum sollte sich das jetzt ändern? Ich würde dich gern überholen. Aber ich kann dich nicht überholen. Setz diese Kugeln fest, Mann! Setz diese Kugeln fest. Wir müssen diese Bällchen daran hindern, sich zu bewegen. Ich meine... Ach, du weißt schon, was ich meine. Welche Bällchen? Hier sind nämlich ziemlich viele Bällchen. Das nicht. Das auch nicht. Also zumindest nicht so. Was machst du hier? Ja, haben wir also wieder was zum Rätseln. Wie kriegen wir das Ding abgeschaltet? Ne, ein Sperrstrahl oder da drauf vielleicht? Nein. Nein. Und wenn wir da einen Schleimschnappi dran machen und den platzen wir nach da? Nein. Ach, verdammt. Das war da hinten an die Wand, okay. Ne, das geht auch nicht. Ja, hierbei geht's. Wo auch immer ich das jetzt dran gesetzt habe. Ne, das ist es. Oder doch? Wo muss es denn hin? Also es kann sich jetzt nicht mehr bewegen, das hier. Wollen wir das mit dem hier auch machen? Ich fürchte gerade, dass die Schleimschnapper an dem anderen sich gerade wieder lösen. Ja, war ja klar. Ich glaube aber auch irgendwie, dass das nicht richtig ist. Ja, das geht nicht. Oder wenn ich euch verbinde, euch zwei? Hm.
Nö, auch Quatsch irgendwie. Außerdem sind es ja drei sogar. Wo sind die Jungs denn? Und was sagt mein PKE-Meter? Und warum hänge ich da schon wieder fest? Und, was noch? Keine Ahnung, irgendwelche dummen Fragen. Warum rennt er da vor die Wand? Was machst du hier? Wie raus damit? Raus damit? Jetzt geht er weg. Na. Nee, der Sperrstrahl. Das sieht zwar kurz so aus, aber er packt nicht. Und da auch nicht. Schon okay. Ein Anfängerfehler. Ja, ja, du bist auch so ein Anfängerfehler. Du könntest mir mal ein bisschen helfen. Du könntest mir mal sagen, wie das hier funktionieren soll. Jetzt wollte ich da runterhüppen. Alter, ich möchte da mal wieder runter. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich da unten, ich vermute, dass ich hier oben sogar richtig bin. Wobei, die zwei sind noch hier. Könntet ihr euch mal betätigen, irgendwie? Nein, da kann ich doch nicht dran schießen. Ah, der sitzt hier mittlerweile fest. Warum? Achso, nee, es waren die ganze Zeit nur drei. Das wird wohl ein Hinweis sein, was wir mit dem hier machen müssen. Aber... Nee, so nicht. Warum ist der denn aus? Ne, Kabel sind noch alle dran, so wie das aussieht. Pass auf, jetzt komme ich hier hinten hin und hier brauche ich nur interagieren, einen Schalter umlegen. Ne, ja, wäre ja auch zu schön gewesen. Mal. Aua. Okay, das tut mir aua. Nam, 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 nam. Ah. Okay. Wie lange habe ich da jetzt wieder für gebraucht, um das rauszukriegen? Viel zu lang, ne? Zack. Wo ist der dritte? Warum komme ich hier nicht durch? Und warum werden die Fragen nicht weniger? So, jetzt. So. 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 Ja, hast es geschafft. Warum wollen Leute, die schlau genug für Wissenschaft sind, immer das Universum übernehmen? Hm? Egan? Gray? Irgendwer? Dachte ich mir. Moment, diese Planeten richten sich aus. Ich bin nicht sicher, ob das der sicherste Plan ist. Ich glaube, wir haben die Quelle des schwarzen Schleims gefunden, Winston. So genau wollte ich das nicht wissen. Der ganze Raum füllt sich. Los, weiter hoch. Also dann, Gentlemen. Es ist offiziell. Das war eine schlechte Idee. Okay. Das war aber eure Idee. Das möchte ich dann nochmal betonen. Und jetzt? Kann man das vielleicht... Ne, ich kann nicht an die Kugeln. Ich kann aber hier dran schießen. Warum?
Oh. Jetzt kommt das große Finale. Oh, der Gestank ist ja furchtbar. Riecht wie der Fulton-Fischmarkt nach der Belieferung. Moment, ich kenne diesen Mülleimer. Eine eiternde Masse aus Hass, Zorn und Wut. Nicht unbedingt eine frohe Natur, was? Jetzt kommt der Teil, bei dem wir tun, was wir tun. Wir pusten ihn zurück in die Krippe. Es ist groß und es ist hässlich. Besiege Jungslor. Auf seine Augen. Auf die Augen, Zubi. Hey, auf die Augen. Schaust du mich an? Wir müssen seine Visage rasieren. Ich höre doch jemand ein paar Zwiebeln. Gib's mir den. Warum schweben die Augen denn da hinten in der Landschaft rum? So. War das? War ja einfach. Hm, war ja klar. Ich glaube mal mit dem. Das Ding muss irgendwo verwundbar sein. Ja, ich behaupte mal. Statistisch gesehen ist das nicht ganz richtig. Statistisch gesehen hoffen wir, dass es verwundbar ist. Okay, auch gut. Was ist mit der schwer erreichbaren Knolle davor? Das leuchtende Ding auf seinem Kopf? Das ist doch sein Kopf, oder? Ich glaube, das ist jetzt nicht wichtig. Wie kommen wir dahin? Hey, Zubi, renn da rum und zieh Lenker aus, ja? Was? Renn da rum und zieh was? Da, konzentriert euer Feuer auf diesen Knoten. Ja. Trefft ihn genau da. Das gefällt ihm gar nicht. Oh. Er schleimt ganz schön rum. So. Er nimmt den Köder an. Warum schießt du auf alles außer dem leuchtenden Ding auf seinem Kopf? Weil meine Schüsse da nicht hinfliegen. So. Vielleicht sollte ich doch ein anderes Geschütz nehmen. Aua. Danke, Peter. Schnell, mach einen Scan für Rays Datenbank. Ach so, das habe ich noch gar nicht gemacht. Ach. Au. Das war ein Au. Ich bin erledigt. Ja, ich heb dich mal hoch. Oh. So, Bams. Oh ja, das sah gut aus. Das sah gut aus. Da sind wieder Augen. Links von dir. Au, Mann. Achtung. Das passt ihm anscheinend gar nicht, dass ich hier auf die Augen schieße. Ne? So. Verdammt. Okay, Auge weg. Und Bams. Ich bin getroffen. Wer hat sie nicht geschrieben? Alle Knoten sind geschlossen. Die Geister sitzen im Mandala fest. Da gehören sie auch hin. Ivo Shandor hatte nicht geahnt, dass er es mit den Geisterjägern zu tun bekommt. Ja, Peck hat denselben Fehler gemacht. Wir reden mal ausführlich mit ihm. Vergesst nicht, dass Peters Freundin eine Shandor ist. Ich werde mal sehr ausführlich mit ihr reden. Ihr Jungs müsst schnellstens runter zum Strand. Ich weiß nicht, wie lange ich die Position halten kann. Die ganze Insel versinkt. Ray, lass den Motor laufen. Wir sind schon zu dir unterwegs.